So, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hier sind wir wieder, das Dreigestirn. Geht es jetzt weiter immer noch um die Zucht. Heute wollen wir ein bisschen über die Zuchtvorbereitung sprechen, was man tun sollte, bevor man mit der Zucht beginnt. Also erstmal die Frage an Rainer. Jetzt haben wir ja auch schon Mitte November, Dezember, ich weiß nicht genau, wann du anpaarst, aber was machst du alles konkret, bevor du mit der Anpaarung beginnst? Wenn die Tauben jetzt durch die Mauser sind, was zum größten Teil schon fast erledigt ist, durch das super Wetter, das wir dieses Jahr hatten, die letzten Federn sind so gut wie all gefallen, werde ich jetzt Mitte Dezember anfangen, ein bisschen Grünzeug zu füttern für die Zuchttaube, auch die Reisetaube. Das hat mit rote Beete und dann kommen Gelleriebe dazu. Dann wird ein bisschen was gemacht für die Würmer und die Coccidia. Und Ende Dezember werden dann die Schläge getauscht. Das heißt, im Moment sitzen die Zuchtweibscher mit Witwerweibscher komplett im Jungschlag. Da ist große Folie dran. Die Zuchtvögel hucken in ihrem Zuchtschlag. Und die Reisevögel hucken im Reiseschlag. Dann werde ich die Witwerweibscher in den Witwerschlag setzen. Die Reisevögel und die Zuchtvögel kommen in den Weibscheschlag, also in den Jungschlag. Und die Zuchtweibscher kommen in den Zuchtschlag. Dort verbleiben die dann mindestens mal 14 Tage bis 3 Wochen. Dass sie den Schlag kennenlernen. Wenn neue Tauben dazu holst und die kennen den Schlag nicht und werden dann später angepaart, dann huckst du die in die Zelle, dann interessiert die weder Vogel noch sonst was, die stehen dann vorne am Gitter und gucken sich die erste Mal den Schlag an, weil das was ganz Neues für sie ist. Und in dem Moment ist die Paarungswilligkeit auch bei den Tauben nicht da. Und in dem Moment wird das auch nichts. Was ich sowieso nicht mache, ist, Tauben, die ich als ältere Tauben dazu hole, im Herbst, dass ich dieses Jahr drauf so gut wie gar nicht in die Zucht hole, sondern die lasse ich so larven, versuche dann über das Jahr ein Nest mit mir zu kriegen, dass ich dann schon einmal Brutjunge großziehe. Ich habe festgestellt, dass ältere Tauben, die du über den Winter oder vom Herbst bis zum Frühjahr dazu holst und dann versuchst, für anzupaaren, was ich ziehe, dass aus denen nichts kommt. Und wenn du mehrere dazu holst, ist es genau das Gleiche. Ich habe jetzt vor 2 Jahren im Frühjahr welche dazu geholt, die habe ich dann erst gepaart, oder ich wollte sie paaren, die haben sich auch gepaart, aber es ist aus der Taube, ist einfach nichts gekommen. Die habe ich dann dieses Jahr, im zweiten Jahr, angepaart, da war das was ganz anderes, da sind auch vernünftige Junge rausgekommen, die auf der Jungreise sich schon gezeigt haben. Also die Taube müsse deine Schlag kennen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Junge züchte, rufe sie in die Jungschlag, die fliehen aus dem Jungschlag, sind Weibscher, die bleiben auch dann im Jungschlag drin und setze die nachher in den Reiseschlag. Oder ich entscheide mich für ein Junge in den Zuchtschlag zu holen. Dann muss die vorher in dem Schlag 14 Tage, 3 Wochen, vielleicht sogar 4 Wochen gesitzt haben und den Schlag kennen. Ja, muss ich eingewöhnen. Ne? Die muss wissen, wo sie. Heimisch sein, ja. Das ist das Entscheidende. So ist Das gibt nichts. Es sind viele da, die holen sich über den Winter Taube und ziehe von denen. Taube kennen den Schlag nicht, kennen die Umgebung nicht, kennen den Züchter nicht. Der Züchter füttert schon wieder ganz anders wie dort aus dem Schlag, wo sie kommen sind. Und schon ist die Geschichte für das Jahr erledigt. Aus der Taube kommt nichts. Und dann passiert Folgendes. Es kennt von der Taube trotzdem gezogen. Jetzt habe ich mir die gekauft. Für so nicht mal teures Geld,
bin beeindruckt von der Taube, bin auch beeindruckt von dem Züchter, wo ich die hergeholt habe, dass der super reißt. Und jetzt züchte ich die und wenn die Jungtour kommt, fliegt die noch hinten dran her, noch schlechter wie meine. Ja. So, was passiert? Eine von denen habe ich selbst, die brauche ich nicht, die mache ich weg. Obwohl die sich noch gar nicht zeigen. Und die zeigen sich erst das zweite Jahr. Dauert erst. Ne? Also wie gesagt, die Taube misse den Schlag, wo sie drauf kommen und züchten sollen. Genauso wie die Witwerweibchen, die zu den Witwervögeln kommen, die müssen vor allen Dingen den Schlag kennen. Also ein wichtiger Gesichtspunkt. Das ist ganz, da stellt man sich nicht so vor. Ich habe das ja selbst schon über Jahre erlebt. Paar zusammen, ne? Huckt das Weibchen ins Abteil, der Vogel hat sein Zelt, der fliegt drin und raus und treibt und macht. Und das Weibchen huckt vorne und guckt in den Schlag. Kommt durchs Gitter und guckt mal, was da überhaupt, wo bin ich denn jetzt? Und dann ist all Voraussetzungen für eine gute Zucht schon vorbei. Und deswegen sollte die Taube vorher eine gewisse Zeit auf dem Schlag, dass sie den Schlag kennen. Dann passiert sowas nämlich. Aber jetzt sonst so zur Vorbereitung, du machst jetzt da nicht irgendwelche große Belichtungen oder irgendwelche. Ich paare sowieso immer erst Mitte Februar, Ende Februar an. Ja. Und dann sind ja viele Sachen, die Angebot kennen für Vorbereitungen für die Zucht, was die Dauer alles brauchen für die Zucht. Ich kann das bis jetzt noch nicht gehabt, so Zuchtpaket oder was halt so in der Zeitung steht. Ja. Ich richte mich da nur Wetter, wenn es ein bisschen milder wird. Und mittlerweile kann man ja durchs Internet das Wetter schon einmal ein bisschen über Tage vorbestimmen, wie man es auch als Flugleiter mache, voraussichtlich Wochenende das und das Wetter. Und dann paare ich die Ohren. Ja. Die gehen auch nicht besonders vor mit Zuchtfutter und was da alles, die kriegen ihr normales Winterfutter bis dorthin, bis sie angepaart gehen und dann kriegen sie, wenn sie angepaart sind, ein Mischfutter. Mhm. So, und dann ist mir das auch egal, ob die in 8 Tagen Nähe oder in 10. Mhm. Bei meiner Weidstöcke-Dauer ist es sowieso, die brauche 12, 13, 14 Tage, bis die Weidstöcke Nähe. So, und dann kann ich mir das so ausrechnen, da ich zwei Brute dementsprechend nur dem Datum von 14 Tagen, wo ich mir da Zeit lasse, dass ich zwei Brute für die Jungreise kriege. Und die brauchen nicht alle gar nicht einen Tag zu lehren. Das kannst du als Züchter besser steuern, indem du dann die Eier wegholst, Gipseier hinlegst und dann an einem Tag sagst, so, jetzt hast du wie 16 Paar im Zuschlag. Da von den 16 haben Lehe nur 10 Tage, Lehe 5, nur 12 Lehe 3. Und wenn sie dann so weit sind, ist es dann so, dass ich sowieso immer die erste Eier weghole. Ja, das wollte ich. Ich lasse die Eier nicht leihen, weil das wird jeder gemerkt haben, wenn er die Eier leihen lässt, dass alte Weibscher, die stehen über der Eier, die andere Brühe. Und die junge Weibchen die Brühe. Und so ist es auch mit jungen Fächel. Und bei den Vögeln ist es so, egal wie alt sie sind, wenn das Weibchen von der Eier vom Ei runtergeht, wo es drüber gestanden hat, steht das über dem Ei. Und wenn es kalt ist, schützt es das Ei, bis es das nicht friert. Aber es brütet nicht. Und die junge Weibchen die brütet direkt. Und dann kommen die Junge kommen. Ähnlich wie der andere Tag aus. Und ja, wenn ich die Eier vorher weghole und lese dann ein zweiter Tag nochmal. Oder ich soll es das zweite lädt abends zwischen 6 und 8 Uhr das erste Ei, das soll ich weg. Das zweite Tag lädt sie nicht, dritte Tag lädt sie dann mittags zwischen 2 und 4. Das soll ich auch wieder weg. Und lege die Gipseier hin, dann fängt sie an zu brüten und einen Tag später ist es dann in der Regel so, dass ich die Eier hinlege. Und dann kommen die Jungen innerhalb von 2 Stunden sind die draus. Das ist richtig. Also du nimmst also die Eier als
Damit sie gleichzeitig ausgehen, ne? Ist natürlich mit gewissem Aufwand verbunden, ne? das so zu machen. Ne? Aber klar, da hat man natürlich die Probleme mit den unterschiedlich großen Jungen oder mit ein, zwei Tagen hat man dann so. Ne? Die Haschen. Ne? Das ist schon richtig. Weil das Zwetterei, das erste Ei ist nicht bebrüht, weil das ist kalt. Mhm. Und das Zwetterei kommt ja schon mit dieser Körpertemperatur aus dem Weibchen raus. Das hat schon Temperatur. Ja. Und das Zwett, wenn die dann anfängt zu brüten, dauert es Stunden, 12, 14 Stunden, bis das Ei die Temperatur hat, die es braucht, die das Zwetterei, wo aus dem Körper kommt, schon hat. Ja. Und deswegen sind diese Unterschiede vom Schlüpfen her. Ja. Und wenn ich das Ei gleichzeitig am dritten Tag oder am vierten Tag mit dem ersten Eierblase hinlegen, kommen die Jungen innerhalb von 2-3 Stunden sind die draus. Da gibt es keine Unterschiede. So, gut, Opa, jetzt zu dir. Kann ich noch was dazu sagen? Zu der Vorbereitung, zu Vorbereitung. Was hast du da eigentlich immer? Also zunächst mal ist ja so, die Paarung beginnt zunächst auf dem Papier. Ja? Also schon, wie erst, sag mal, was die Tauben geleistet haben. Das haben wir ja schon besprochen. Es geht jetzt mehr auf so. Auf dem Papier wird also festgelegt, welcher Vogel welches Weibchen bekommt. So, und diese Vorplanung, danach mache ich eine Art Vorpaarung. Das heißt, jedes Paar kommt in einen leeren Schlag, der Jungschlag ist ja leer, kommen die alleine einen Tag, eine Woche oder eine Nacht zusammen. Und wenn ich sie zusammensetze, dann sehe ich ja sofort, ob es Sympathie für sich hat oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, kommt eine solche Paarung nicht für mich nicht in Betracht. Also ich zwinge keine zueinander. Praktisch, es ist ähnlich wie die anderen zusammenlaufen. Und das ist sowas, jedenfalls habe ich die Gewissheit, sie haben alle Sympathie für sich. Und das macht nachher auch später bei der echten Paarung weniger Arbeit, dann ist praktisch die Arbeit ja schon gemacht. Und der Schlag ist jetzt ohnehin leer, der Jungschlag. Und insofern ist das keine große Belastung. Ich rufe das paar Meter hin und nächsten Tag hole ich es wieder weg. Und dann entweder hat es geklappt oder nicht. Das ist für mich eines der wesentlichsten Punkte. Der nächste Punkt ist der, dann muss ich mir überlegen, haben die Vögel alle noch die gleiche Zelle? Ist das noch möglich, dass die dort einziehen, wo sie waren? Oder muss ich aus irgendwelchen Gründen noch Umsetzungen vornehmen? Wenn das der Fall ist, ist es natürlich schwierig. Dann muss ich halt darauf achten, dass wenn Umpaarungen vorgenommen worden sind, dass nicht der ein oder andere Teil unmittelbar an seine alten früheren Partner hier dran huckt oder so, damit das die Zellen, Kennung, dass die nicht keine großen Schwierigkeiten macht, dass ich schon nur zwei da normalerweise schon fliegen lassen kann. Nicht, dass ich alles muss entsperren der Zelle. Ist auch Zeitersparnis auf die endgültige Paarung hin. Das bereite ich also insofern vor, dass ich sage, so acht, in der Regel kriegt der Vogel wieder die Zelle, wo er vorher war, und die Weibchen, wenn ich dem ein neues Weibchen gebe, muss ich dann gucken, wo kommt das alte Weibchen von dem Vogel jetzt hin, wo landet es, ziemlich weit weg, wenn möglich sogar am anderen Schlag oder irgendwie da, damit die sich nicht sehen, das erleichtert die Arbeit bei der Paarung enorm. Ja. Gut, so, jetzt noch zu unserer Vorbereitung. Wir bereiten eigentlich die Tauben nicht großartig auf die Zucht vor. Die bekommen das ganze Jahr über Mineralien, nicht nur während der Zucht, sondern auch während der Mauser. Da wird nichts geändert. Das Einzige, was wir jetzt hier machen, ist, wir mischen kurz vor der Anpaarung Hanf ins Zuchtfutter. Ne? Das macht der Opa schon lange, das machen wir die letzten Jahre eigentlich auch immer. Und was vielleicht noch wichtig ist, das hat der Opa nicht erwähnt, man muss darauf achten, dass die Tauben beim Anpaaren nicht so fett sind. Ne? Ja, dass die Weibchen nicht so kräftig sind, sonst klappt das beim Befruchten. Das heißt, also über Winter muss ich es öfters in die Hand nehmen, muss dann kontrollieren, wie ist der Zustand, das Gewicht und so weiter. Es gibt Tauben, die nehmen schnell zu, andere weniger. Die setze gleich Fleisch an und das ist an sich kein so gutes Zeichen. Ich will ohnehin, habe ich immer
wie gesagt, der beste, also der erste Eindruck, den ich bei einer Taube, wenn ich sie in die Hand kriege, habe, ist immer der, ist es schwer oder ist es leicht. Also wenn ich es im Schlaf sehe und jetzt kriege ich es in die Hand und bin dann überrascht, dass es leichter ist, als ich geschätzt habe, das ist für mich ein Pluszeichen. Wenn sie aber schwerer ist, als das ist dann, das ist halt nicht, bei den schweren gibt es nicht viel Gute. Also die Masse der Kunden, die sind leichter als die. Das ist meine Erfahrung, die ich im Laufe der Jahre gemacht habe. Ja. So, gut. Das haben wir schon wieder einiges erzählt. Ich denke, da können die Leute schon ein bisschen Rückschlüsse draus ziehen, ein paar Tipps für sich mitnehmen. Wenn auch mal irgendwelche Fragen auftauchen, immer gerne Anmerkungen, immer gerne stellen. Das war jetzt Teil 3 zur Zucht. Wir machen noch Teil 4 zur Zucht. Der kommt dann eine Woche später. Das soll dann aber auch der Abschluss zu diesem Thema sein. Und dann geht es ja auch schon bei einigen jetzt bei los mit der Zucht. Ne? So, also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.